Moin moin und herzlich willkommen zurück zum Tutorial für KSP und wir bauen uns gerade unsere Minmus Carpollo Mission und soweit sind wir in der letzten Folge schon gekommen. Das ist natürlich noch nicht alles und wir werden auf jeden Fall auch diesen ganz hervorragenden Rettungsturm nutzen und an dem Beispiel auch heute mal ein bisschen Action Groups durchexerzieren, denn wir können direkt auf diesen Docking Port auf jeden Fall einen Rettungsturm setzen. Das hilft uns, falls irgendwas schief geht unterwegs auf dem Weg ins Weltall, dann können wir unsere Kerbals wegziehen und dafür wollen wir dann natürlich auch einen Ablauf haben. Und das Schöne ist, wenn ihr den auf einen Docking Port setzt, braucht ihr keinen Decoupler. Ihr könnt den nämlich einmal abdocken, geht, dann kriegt ihr ihn natürlich nicht mehr ran, aber das ist ja nicht das Hauptproblem. So, wie kann ich jetzt meine Escape-Sequenz eigentlich starten? Das ist hier unten unter Aktionen versteckt. Wenn ihr jetzt auf Aktionen geht, könnt ihr euch Dinge basteln. Und zwar nehmen wir jetzt mal die Abbruchgruppe. Die ist oben auf dem Abbrechen-Ding oder ich meine, es ist Escape als Taste. Das kommt aber darauf an, wie ihr es belegt habt. Ich arbeite da immer über den Abbrechen-Button oben, weil er einfach so schön, dieser rote Ausrufezeichen-Button, den zeige ich euch nachher auf dem Launchpad auch nochmal, ist. Und was muss dann passieren? Naja, was muss passieren? Oh, wir haben direkt, glaube ich, schon mal einen Fehler enttarnt. Haben wir nicht enttarnt. Entschuldigt, das war mein Fehler. So, also, wir wollen die Abbrechengruppe haben. Wir klicken diesen Decoupler-Ring an und sagen entkoppeln. Das heißt, drücken wir jetzt abbrechen, wird hier unsere Kapsel abgekoppelt. Definitiv eine richtige Entscheidung. Dann klicken wir als nächstes diesen Turm an. Das heißt, wir wollen natürlich Triebwerk einschalten in diesem Moment. Und das ist schon die ganze Magie, die passiert. Das heißt, würden wir jetzt den Abbrechen-Button klicken auf dieser Aktionsgruppe, dann würde unsere Kapsel abgekoppelt werden vom Rest der Rakete und mit dem Rettungsturm weggezogen werden von der Rakete. Und das ist es eigentlich. Das macht diese Aktionsgruppe. Man kann auf den Aktionsgruppen noch verschiedene andere Dinge tun. Zum Beispiel können wir in die Benutzerdefinierte, also auf die 1, Folgendes noch legen. Das ist so für die Leute, die nicht wie ich, ich mag es total, Dinge auszuklappen. Das ist einfach, Leute, die mir länger zugucken, wissen, dass das ein Problem von mir ist. Ich bin ein ganz schlechter Action Group Benutzer, aber es ist fair, euch mal zu zeigen, wie es funktioniert. Also, wenn ihr zum Beispiel mal 100 Solarpaneele habt, dann wollt ihr die nicht alle einzeln anklicken. Das verstehe ich auch. Dann könnt ihr über die Benutzerdefinierte 1, das ist einfach die Taste 1 normalerweise bei einer Standard-Tastaturbelegung, könnt ihr sagen, Solarmodul ein- ausblenden. Es gibt auch Ausfahren und Einfahren, das ist nur die Aktion, aber Ein- und Ausfahren heißt, dass wenn ich die 1 drücke, kommen die entweder raus, wenn sie drin sind, oder sie fahren wieder ein, wenn sie draußen sind. Das heißt, ich kann mit der Taste 1 meine gesamten Solarmodule automatisieren. So, soviel zum Thema Aktionsgruppen, eigentlich nur wegen der ganzen Fluchtgeschichte. So, jetzt haben wir aber noch ein bisschen was zu bauen. Wir brauchen nämlich, wenn wir im Apollo-Style nach Minmus fliegen wollen, noch eine Landefähre. Wie funktioniert das? Wir fangen wieder mit einem Dockingport an, normale Größe, und der kommt unten unter das Triebwerk drunter. Das können wir wieder einmal abkoppeln. Ich persönlich nehme jetzt hier den Mantel raus. Das ist eine reine Optikentscheidung. Manchmal klippt der aber ganz komisch. Also es kann auch über eine Optikentscheidung hinaus tatsächlich zu einem Problem führen. Ich mache es aus, weil ich es einfach auch ein bisschen schöner anzuschauen finde. So, und dann konzipieren wir mal unsere Landebüchse. Die Landebüchse an sich kommt jetzt unter den Dockingport bei mir drunter. Das ist auch wieder Geschmackssache letzten Endes. Man kann auch hier mit so einem Dach wieder arbeiten, wie wir es auf der letzten Landebüchse hatten. Wenn euch das hilft, ein bisschen mehr Abstand zu gewinnen für das Docking, ist das völlig in Ordnung. Und was wir auf jeden Fall brauchen werden, ist auch hier wieder Solarpaneele. Ich würde das Prinzip einfach wiederholen, was wir das letzte Mal genommen haben, nämlich einfach ganz viele Solarpaneele in alle Richtungen zu verteilen. Und wir können den Abstand hier natürlich auch noch ein bisschen vergrößern, indem wir eine Batterie dazwischen stecken oder die Batterie wieder in unsere Türen bauen, wie ihr möchtet. Was ich jetzt diesmal mitnehmen will auf der Landebüchse, und ich erkläre euch auch, was der Grund dafür ist, ich möchte gerne einen Probe Core mitnehmen. Dieser Probe Core hat nämlich SRS und ihr könnt euch dann entscheiden, wenn ihr normales SRS nur wollt, reicht der Octocore. Ansonsten haben wir mittlerweile auch den Hex. Der Hex hat sogar, Moment, noch ein bisschen weiter, Prograde und Retrograde, also rechtläufig und rückläufig halten als Manöver mit dabei. Und was ich mache, ich packe den jetzt hier in den Dockingport rein. Und jetzt zeige ich euch mal was. Das nennt man Klippen.
Also, wenn wir das jetzt hier rangebaut haben, dann sieht das natürlich doof aus. Aber ihr habt hier oben noch ein paar andere Werkzeuge, nämlich das Bewegen-Werkzeug zum Beispiel. Und ich stelle das jetzt hier oben auf ohne Einrasten und klicke unseren... Also das Bauteil, was als nächstes kommt, das nimmt dann also hier diese Strukturabdeckung und die nimmt die gesamte Rakete jetzt mit, alles was darunter noch kommt, und schiebe das jetzt anhand dieses Pfeils einfach so hin, dass der Dockingport normal aussieht. Das heißt, wir haben jetzt den Probe Core nach innen geklippt und können den verwenden, ohne dass er optisch irgendwie blöd aussieht. So, jetzt brauchen wir natürlich für die ganze Geschichte noch ein Rückkehrmodul, mit dem wir tatsächlich fliegen können, und eine Möglichkeit, das Ganze nachher noch zu landen. Ich würde jetzt tatsächlich diesmal komplett Apollo-Style arbeiten wollen, und dafür müssen wir jetzt aber ein paar Sachen sehen können. Und sehen können wir die dadurch, dass wir sagen, wir packen das Zeug jetzt mal in eine eigene Rakete. Das heißt, hier wird kurz mal gespeichert und wir bauen uns ein Subassembly. Das Subassembly, was wir jetzt bauen, ist nur dieser Lander, damit wir uns die ganzen Delta-V-Werte sauber angucken können. Weil hier denkt er jetzt natürlich, er ist noch an der Rakete dran. Und ich werfe den jetzt hier mal ab. Zack. Und das nennen wir Nimbus Lander. So, das hat den Hintergrund, dass wir jetzt Folgendes tun können. Wir können jetzt nämlich was Neues bauen. Und ich nehme jetzt einfach einen ganz einfachen Anfang irgendwo. Jedes Teil, mit dem ihr beginnen könnt, ist dafür okay. Ich nehme was Kleines, Leichtes, wie diesen Dockingport. Und jetzt nehmen wir unser Subassembly raus, den Nimbus Lander, packen den hier ran. Jetzt haben wir nämlich keine großen Gewichtsunterschiede. Ein Subassembly kann nie einen Starting-Punkt haben. Also das Root-Part, das erste Teil, darf nie in einem Subassembly sein. Deshalb dieser kleine Kniff mit dem extra Docking-Port. Und jetzt können wir hier nämlich sagen, okay, wie hat denn Apollo funktioniert? Apollo hat so funktioniert, dass es eine Rückkehrstufe gab. Das war diese hier. Die bauen wir jetzt erstmal so weit fertig, dass wir sagen, jawohl, damit können wir arbeiten. Dafür brauchen wir allerdings nur einen von diesen Schränken. So, den packen wir hier schon mal rein. Zack. Und können hier unsere Experimentenüberwachungsstation, unseren Schleim und unser Photovoltaikmodul einbauen. Die Wetterstation macht auf Minmus natürlich keinen Sinn, und diejenigen von euch, die das Breaking Ground DLC nicht haben, die ignorieren diesen Schritt jetzt einfach. Ihr könnt da irgendwie einen Treibstofftank oder sowas noch mit reinbauen oder irgendwas anderes, was euch glücklich macht. Das ist völlig in Ordnung. Aber für die Breaking Ground Leute, die das DLC nutzen, hier ist jetzt unser kleiner Schrank, ist im Prinzip genauso wieder angelegt, wie wir das letzte Mal hatten. So, daneben klatsche ich jetzt erstmal eine Batterie, weil wir noch ein bisschen Platz haben. Zack, ist das eine Fenster schon mal gefüllt. Hier drüben haben wir noch ein bisschen die Möglichkeit, andere Experimente einzubauen. Und zwar einmal den mysteriösen Schleim. Zack, einmal unseren Druckanalysator und einmal unser Thermometer. Wir brauchen das alles jeweils nur einmal, denn wir haben ja die schöne Möglichkeit, das mit einem Wissenschaftler zu resetten. Wir haben auch schon einen leichten Abtastarm, sehe ich gerade, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir direkt so ein Biom finden auf Minmus. Deshalb würde ich den jetzt erstmal weglassen. Die Abtastarme erkläre ich euch ein andern Mal in Ruhe, hätte ich gesagt. So, wir werden hier drin auch tatsächlich eine Antenne noch verbauen. Ich überlege nur gerade, welche nehmen wir und wollen wir sie wirklich innen verbauen? Wir könnten tatsächlich überlegen, auch eine große zu nehmen. Also mit ordentlicher Reichweite. Die einfach hier zu verbauen. Ich guck mal, wie das aussieht, wenn wir die nachher ausfahren sollten. Wäre okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so haben will. Ob ich tatsächlich nur mit einem Relay arbeite. Hm.
Wir könnten mit Relay arbeiten. Ich glaube, Relay sieht ein bisschen schöner aus. Da müssen wir gleich noch eine Relay-Antenne oben an unser Hauptmodul packen, aber das passt. Das nimmt uns viel Druck aus dem Ding mit raus. So, und jetzt haben wir eigentlich alle Experimente beisammen. Jetzt gucken wir doch mal bei den Triebwerken. Wir haben relativ kleine Triebwerke, mit denen man witzige Sachen machen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es reicht, aber wir probieren jetzt mal aus, mit einem sehr kleinen Rückkehrtriebwerk zu arbeiten, um zu schauen, ob das funktionieren würde. In der Theorie zumindest. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich auch noch einen Treibstofftank. Und ich hoffe, wir haben schon was. Jawohl. Das Baguette ist schon da, aber das Baguette passt da nur so halb rein. Ich möchte mal gucken, wie viel das Baguette verbraucht. Also, das gibt uns 372 Delta V. Das ist tatsächlich auf Minmus ausreichend, um in den Orbit zu kommen. Ich überlege jetzt nur gerade, ob wir einen anderen kleineren Tank noch haben. Das eigentlich schon relativ hässlich reingeklippt finde. Wie könnten wir hier. Das wäre eigentlich auch gar nicht schlecht. Sehr so rein. Das wäre doch schön, wenn wir einfach so seitlich gerollte Treibstofftanks haben. Hervorragend. Reicht völlig aus. Das ist doch gut. Da können wir sogar noch einen zweiten mitnehmen. Das ist doch schön. Okay, also ich kipp die jetzt quasi auch mit Q, E, W, A, S, D. Und pack jetzt einfach zwei davon hier ran. Ah, das ist ein bisschen knapp. Der macht. Lass uns doch dabei bleiben. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das noch, wenn wir das jetzt noch mit den Dingern hier versehen, ob wir dann immer noch safe sind. Denn wir müssen ja auch noch andocken. Das sieht gut aus. So, das Monopropellant an sich, das befindet sich schon in der Treibstoff, in der Treibstoff, genau, in der Kapsel drin. Das heißt, wir müssen hier gar nichts mehr für tun. Und so haben wir schon mal unsere sehr, sehr einfache Rückkehrstufe, die sich nachher absprengen wird. Türen schließen. Oh, das sieht noch nicht perfekt aus. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Da drüben ist alles gut, oder? Ja. Türen öffnen. Das macht mich noch ein bisschen unglücklich. Also, was können wir da jetzt tun? Wir können einfach gucken, dass wir diese Sachen ein bisschen hier rübersetzen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass er ein bisschen mehr an die Wölbung ran muss. So. Also, es ist auch nicht schlimm. Ich bin da einfach nur manchmal ein bisschen penibel. So, das ist natürlich noch nicht so schön mit der Antenne. Da müssen wir uns was anderes für überlegen, wie wir das lösen. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Packen die einfach hier oben drauf. Auch hier können wir wieder drehen. Und wenn ihr mal Sachen, also ich brauche das jetzt nicht, ich drehe sie jetzt einfach quer wahrscheinlich. Ja, doch, vielleicht brauche ich es sogar, wenn ich die Stelle nicht exakt treffe. Wenn ihr mal Sachen nur ein ganz kleines bisschen drehen wollt, dann haltet ihr Shift gedrückt und könnt die so in kleineren Increments drehen. Et voilà. Jetzt haben wir unsere Antenne da oben quer drauf sitzen. Ah, das ist noch ein bisschen schief. Hier können wir mit drehen. Also mit dem Ding kann man drehen. Und das gerade sitzt. Sehr schön. So, damit haben wir unsere Raumfähre mit dem Rückkehrpart fertig. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir nach diesem Triebwerk als nächstes noch, also wichtig ist, wir brauchen 180 Meter pro Sekunde, um bei Minmus in einen Orbit von 10 Kilometern Höhe zu kommen. Die haben wir mit 214 und wir haben natürlich zusätzlich noch das Monopropellant. Hier auch wieder gucken, Lenkschalter, Gierung, Neigung und Rollwinkel aus. Und jetzt müssen wir das Ganze mit einem entsprechenden Adapter versehen, damit wir auch unsere Unterstufe tatsächlich
bedienen können. So, damit das hier nicht doof aussieht, werden wir jetzt hier wieder... Das Ding hat ja einen Hohlraum. Das soll ja auch so sein, dass das einen Hohlraum hat. Wir werden jetzt diesen Docking-Adapter-Ring ein bisschen hochschieben. So schirmt er nämlich unser Triebwerk ab und sieht nicht mehr so aus, als ob wir da irgendwie was vergessen hätten unterwegs. Und müsste eigentlich auch noch sauber funktionieren. Und unser Triebwerk hängt jetzt nicht in der nächsten Stufe schon drin, um dort direkt alles kaputt zu machen, wenn wir decoupeln wollen. So, jetzt kommt unsere Landestufe. Unsere Landestufe können wir relativ einfach konzipieren, denn eigentlich ist das, naja, Treibstoff und Beine. So, also um es mal ganz einfach zu sagen. Ich würde die nicht übermäßig hoch machen. Wir können gucken, ob man die farblich irgendwie ein bisschen anpasst. Ich glaube, schwarz-weiß ist okay. Orange ist natürlich ein bisschen peppiger, sieht man ein bisschen mehr. Am Ende Geschmackssache. Am Ende ist es wirklich Geschmackssache. Auch hier kann man wieder abschirmen. Entweder das oder haben wir schon, ich weiß gar nicht, haben wir denn schon die Strukturplatten für... Ja, wir könnten auch eine Engine Plate dazwischen setzen. Also das geht auch. Engine Plates haben natürlich den Vorteil, ihr könnt die umstellen. Also die findet ihr unter den Kopplungssachen. Die kann man umstellen und einstellen, wie viele Triebwerke man an welchen Stellen haben möchte. Also Single, Double, Triple, Quad, 4x1, 6x1, 8x1, also die Falcon 9 Konfiguration. Oder eben Single in unserem Falle. Und was wir noch gucken sollten, natürlich, für unser Upper Stage ist, haben wir hier 1,37. Das ist ein Schubgewichtverhältnis, mit dem man arbeiten kann. Mit weniger wäre es natürlich schlecht geworden. Das muss man immer noch einmal überprüfen, bevor man losfliegt. So, und ich hätte jetzt hier gesagt, wir packen uns den Terrier mit ran, weil der nicht so hoch ist. Und nehmen den mit so einer Traversenbefestigung. Und der reicht hier nämlich auch locker aus. Und ihr seht, wir haben 2276 Delta V in dieser Stufe drin. Das reicht doppelt und dreifach. Damit können wir mehrere Stellen auf Minmus besuchen. Also es ist wirklich ganz entspannt. Den machen wir Staging-mäßig mal aus. Den wollen wir nicht im Staging haben. Kurz heißt... Da werden wir gleich sehen. Ein bisschen arg kurz. Ja, so ist es okay. Sehr schön, dann können wir den gut verpacken. Sehr, sehr gut. So, dann haben wir hier erstmal so unseren Grundlander fertig. Jetzt brauchen wir noch Bodenmöglichkeiten, Landebeine. Die ganz kleinen Landebeine ist, glaube ich, ein bisschen tricky. Da seht ihr nämlich auch den Grund, warum. Wenn wir die anbringen und wirklich ausreizen, habt ihr mit dem Terrier immer schon das Problem, dass das Landebein ein bisschen zu kurz ist, um wirklich zu funktionieren. Dafür gibt es jetzt aber die eins größeren und davon nehmt euch einfach 4 Stück und verteilt die an eurem Raumschiff. Und zwar so, dass sie halt besser länger sind als der Terrier. Es ist dabei ein bisschen hinfällig und egal, ob es so macht. Das senkt natürlich euren Schwerpunkt und macht euch ein bisschen stabiler. Dafür ist nicht mehr ganz so viel Platz zum Boden, was den Terrier angeht. Oder ob ihr ganz hier nach unten geht, dann habt ihr natürlich einen höheren Schwerpunkt. Nehmt euch irgendwo die Mitte, macht die Kiste nicht zu hoch. Wenn ihr am Hang steht, werdet ihr merken, warum. Und dann könnt ihr landen. Damit man jetzt auch noch ohne sein RCS-Pack aus der Kiste rauskommt, bauen wir noch eine Leiter ein, die basteln wir hier dazwischen und die müsste eigentlich so per Augenmaß, jawohl, reicht die vollkommen aus. Wichtig ist, baut sie nicht hier oben mit ran, das ist Zusatzgewicht, das ihr nicht haben wollt. Und jetzt können wir zum Beispiel noch so Dinge, Späße treiben, weil hier unser Platz uns ins Ausgeht. Die andere Leiter ist, glaube ich, ein bisschen zu... Wenn wir es natürlich Apollo-esk machen, dann ist es sogar korrekter, wenn wir so arbeiten. Lass mich mal kurz gucken, ob ich das hinbekomme, dass wir das Landebein da drunter bauen. So ist es nämlich eigentlich korrekt. Apollo hatte eins der Landebeine.
die Leiter mit dran. Das geht, glaube ich, nicht. Nee, das geht nicht. Aber wir können es mit der Leiter so ein bisschen handhaben. Jetzt müssen wir mal gucken. Ausgefahren starten. Die geht ein bisschen in den Boden rein. Aber das sollte kein Problem sein. So. Eingefahren starten. Und voilà, haben wir unseren Lander soweit fertig. Hat eine kleine Antenne, hat genug Treibstoff, um zu landen, hat genug Schub, um auf Minmus zu landen, mehr als genug, auch um mehrere Biome potenziell besuchen zu können, wenn wir das wollen. Und kann dann quasi mitgeschoben werden. Das Ganze packen wir jetzt wieder in ein Subassembly rein. Den löschen wir mal kurz. Und jetzt nehmen wir wieder den Part ab hier. Rein. Minmus Lander. Einmal speichern. Und zack, dann können wir ohne zu speichern uns wieder den Minmus Capollo öffnen. Und jetzt können wir das hier einfach wegschmeißen, so wie es im Moment ist, und nehmen den Minmus Lander. Wir wissen, dass dieser Lander funktionieren wird. Ist das nicht super? Wir haben also alles einmal gut durchberechnet und uns angeguckt. So, bis hierhin relativ einfache Geschichte. Um das zu stabilisieren, kann man während dem Start zum Beispiel noch sagen, ich packe hier echte Struts dazwischen. Das würde ich euch auch empfehlen, weil solche Konstruktionen auf Basis von Dockingports sind teilweise ein bisschen wackelig. Also hier einmal zu sagen, ich setze 4 Struts oben aufs Dach und strutte die an die Rakete ran, solange die noch verbunden sind. Die lösen sich automatisch, wenn ihr abdockt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ist keine Schande, im Gegenteil, das hilft euch sehr. Und dann können wir als nächstes uns ein Nutzlast-Fairing nehmen. Wir nehmen das 2,5 Meter Fairing. Dadurch, dass wir hier das, also diese Strukturplatte gibt euch die Möglichkeit, Einstellungen zu machen. Das jetzt mal kurz aus. Hier seht ihr, dass die Strukturplatte quasi entscheiden kann, wie weit ihr das entfernt. Ich mache es ein bisschen unter Motor. Also ich nehme jetzt quasi das Mittelkurz. Kurz ist zu kurz, weil dann sitzen wir, es würde sogar auch noch gehen, aber ist mir persönlich zu kurz. Einfach ein bisschen Abstand halten, schadet in dem Falle nicht. Dann sitzen wir nicht am Triebwerk dran. So, die Ummantelung machen wir auch aus. Entschuldigung. Diese Ummantelung machen wir auch aus. So, dann sieht das nicht so komisch aus. Und dann bauen wir unsere Verkleidung fertig und die bauen wir folgendermaßen. Wir bauen die nämlich, wir müssen um diese Beine drumherum kommen. Das ist erstmal der wichtigste Schritt. Um die Beine drumherum. Da gehen wir also ein bisschen in die Breite. Und dann ziehen wir sie gerade hoch. Und ich docke sie jetzt hier an. Das könnt ihr jederzeit tun. Ihr könnt die auch oben komplett zumachen. Aber ich docke sie jetzt hier an, weil oben nach oben unsere Rakete relativ aerodynamisch ist. Und wir so den Pod freilassen für die Abbruchsequenz. Und dann haben wir hier unsere Apollo Stage. So, natürlich für Minmus. Wir können ja noch einstellen, wie viele Seiten das hat. Machen wir mal 4. Die Ausdruckkraft stellen wir einfach mal auf 300, dass die ordentlich wegfliegen. So. Und dann sollte das passen. Zack. Und fertig ist der ganze Sache. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch eine Rakete, die das Ganze nach oben bringt, mit einer Upper Stage, die ordentlich Schub hat. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Pudel. Der Pudel hat nämlich eigentlich für das, was wir brauchen, ein ganz gutes, also als Upper Stage jetzt auf Kerman, ein ganz gutes, ganz guten Schub. 1185 Delta V mit 0,47 Schubgewichtverhältnis, wenn er anfängt zu brennen. Das ist relativ angenehm für unsere Art an Rakete, was wir gerade bauen. Und dann kommt als nächstes der Hauptteil der Rakete. Da müssen wir mit etwas größeren Tanks arbeiten. Ich habe die ganz großen Tanks noch nicht freigeschaltet. Muss hier also einfach jetzt mehrere hintereinander packen. Und ich nehme jetzt mal 3 und packe dann den frisch dazu gewonnenen Hauptsegel drunter. Das ist auf der großen Kategorie, ihr habt den Skipper schon ein bisschen länger und es gibt noch den Hauptsegel, der ist ein bisschen weniger effizient im Vakuum, aber dafür sehr, also ein bisschen effizienter auf der Höhe nautisch 0. Da hat er 285 statt 280. Aber er hat vor allen Dingen 1300 kN Schub verglichen zu 568. Der ist ein bisschen teurer, lohnt sich aber bei solchen Raketen enorm. So, und jetzt stellt ihr fest, oh oh, wir haben das Höhenlimit gesprengt. Das ist natürlich nicht so schön.
Wir könnten jetzt das Launchpad upgraden, und da wir sehr viel Kohle haben, machen wir das einfach mal, um uns langsam auf größere Raketen vorzubereiten. Das heißt, was wir jetzt machen, wir speichern hier mal kurz und gehen raus. Und wir haben sehr, sehr viel Geld mittlerweile. Das heißt, es ist überhaupt keine Schande, auch mal ein bisschen was zu updaten. Die Startrampe können wir für 282.000 auf Stufe 3 bringen. Wir haben 3,2 Millionen. Das ist völlig in Ordnung. So, und dann gehen wir zurück in die Fahrzeugfabrik. Dann haben wir nämlich diese Einschränkung mit der Höhe plötzlich nicht mehr und können das einfach so lassen und müssen es nicht umbauen. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn ich das jetzt hier mal umstelle auf Meereshöhe, dass wir mit 1,22 Schub-Gewicht-Verhältnis ein bisschen schwachbrüstig dastehen am Anfang. Insgesamt sieht es schon ganz gut aus. Wir haben, wenn wir das zusammenrechnen, 1000, 2000, 2700 Delta V zusammen. Da fehlt aber auch immer noch ein bisschen was. Wir müssen ja auf 3500 hoch. Deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt mal Folgendes. Wir geben ihm als allererstes mal noch ein bisschen mehr Sprit auf dieses Triebwerk mit. Dadurch senken wir unser Schub-Gewicht-Verhältnis. Mit Shift gedrückt halten können wir die Rakete auch komplett anheben und haben dann eine relativ längliche Rakete mittlerweile. Aber haben jetzt auch das Problem, dass wir mit dem Schub-Gewicht-Verhältnis nur noch ganz knapp über 1 sind. Und jetzt werden wir deswegen uns Booster anbauen. Und diese Booster machen wir über die Seite. Und wir machen jetzt mal Flüssigbooster diesmal. Dafür nehmen wir vier von den Entkopplern. Die TT-38K. Es funktioniert aber auch mit den hydraulischen Trendverteilern. Und dann nehmen wir also ich nehme jetzt mal aus dem Making History die FLC-1000 Treibstofftanks. Das ist kein Problem für diejenigen von euch, die das nicht haben. Ihr könnt andere Treibstofftanks nehmen, das zeige ich euch gleich. Hier sind 540 Liquid Fuel drin. Das könnt ihr gerne mit anderen Tanks auch so herstellen. Zum Beispiel den 800er plus noch ein bisschen was drauf. Und wenn ihr das macht, könnt ihr einfach sagen, ihr packt zum Beispiel den 800er plus einen 400er drunter. Hier unten kommt dann das gleiche Triebwerk ran wie das, was ich jetzt gleich benutzen werde. Und oben drauf packt ihr zum Beispiel eine Nose Cone oder eine andere Nose Cone, wenn ihr sagt, ihr wollt optisch lieber ein bisschen dieses nach innen gerichtete, dann könnt ihr das auch benutzen. Also das kann man auch bauen mit den normalen Teilen. Ich nehme jetzt mal diese Sojus-Seitenadapter, Sojus-artigen, weil mir die optisch sehr, sehr gefallen. Ich mag die einfach. Und damit bauen wir jetzt unsere Booster fertig. Und unsere Booster werden nichts anderes tun, als seitlich zusätzlichen Schub geben. Und dafür können wir jetzt mal die Autark nehmen. Die Autark können nicht steuern. Das ist aber nicht schlimm, weil unser mittleres Triebwerk kann das Steuern übernehmen. Die Autark sind aber sehr viel leistungsfähiger, also haben eine bessere Effizienz. Triebwerk ISP hat das Swivel, wollte ich gerade sagen, das Schwenker 250 auf nautisch 0, während das Autark 265 hat. Und sie haben eben damit dann auch 205 Kilonewton statt 167. Das ist schon ein massiver Unterschied. Davon packen wir jetzt einfach vier Stück ran und gucken, dass wir das ganze Zeug nochmal per Autostrebe hier erteilen. Ich persönlich mag es dann noch hier meine Flügelchen ranzubauen, muss man aber nicht. Und dann sollten wir gucken, dass wir die alle gemeinsam zünden hier unten. Und diese seitliche Abtrennung, das gilt allerdings nur bei diesen Tanks, also diese Feststoffbooster, die die wegdrücken, zusammen mit dem Entkoppeln machen. Bei normalen Tanks, die entkoppelt ihr halt einfach und dann ist das auch alles gut. So, jetzt haben wir die hier schon mal dran. Jetzt können wir gleich das Staging noch weiter durchgehen. Können einmal gucken, jawohl, so ist das in Ordnung. Wenn wir mit der Upper Stage fliegen. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier schon unsere ganze Geschichte einmal gerade ziehen können mit dem Fairing, dass wir das aufmachen und dann soweit fertig sind. Wenn wir jetzt einmal durchrechnen, wie gut das dann mittlerweile klappt, sind wir jetzt bei knappen 2500 und die Upper Stage gibt uns nochmal 1200 drauf. Dann sind wir bei 3600. Wir werden ein bisschen Verluste haben am Anfang. Das ist völlig in Ordnung. Können wir also so kombinieren und kommen damit dann auch in den Carbon Orbit.
von wo aus wir dann weiterfliegen in Richtung des Minmus. Rakete also soweit fertig gebaut. Das letzte, was uns noch fehlt, damit wir wirklich starten können, ist eine entsprechende Startrampe. Ich würde bei so einer großen Rakete tatsächlich eine Vierfachverteilung nehmen. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist tatsächlich, damit ihr nicht so einen langen Spargel habt, der nachher ganz viel wobbelt, dass ihr in die Raketenteile reingeht, also in die Tanks und Autostrebe auf das Verankerungsteil an manchen Positionen nochmal setzt. Das hilft einfach, den in sich so ein bisschen zu verstärken. Damit haben wir eine relativ nette Rakete, mit der wir, glaube ich, ganz gut in Richtung Minmus starten können. Wichtig hier natürlich auch nochmal, die Türme nicht getrennt von den Triebwerken aufzumachen. Dann fällt die Rakete nämlich einfach runter. Und wir haben vor allen Dingen genug Platz, um einen Piloten, einen Techniker und einen Wissenschaftler mitzunehmen. Und da Jebediah das letzte Mal schon geflogen ist, ist diesmal Valentina dran. Und das machen wir in der nächsten Folge. Da geht es dann mit dieser Rakete ab nach Minmus. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.